die er hier eingebaut hat. Das neue V-Stabi-System von Mikado. V-Stabi mit integrierten Empfänger. Ein Bauteil hier. Die Flohen und der Viva Control. Ja, auch teilweise schon hier beim Kompost mit dabei, sehr erfolgreich. Und zeigt hier wieder, welche Klasse er hat. Jetzt machen wir uns das Start. Genau, er ist professioneller Kugel. Das ist auch sein Job letztendlich. Und ja, ist auf alle Fälle hat er seinen sehr eigenen Flugstil über die Jahre entwickelt und ist immer sehr schön anzusehen. Die Klimakontrolle ist eben so angesprochen, als auch wahrscheinlich komplett über den Sender, der dazu gehören hat, Programmierer. Ja, genau. Also, man kann jetzt hier den Reli direkt über den Sender programmieren. Das gilt natürlich auch für die Replay-Software mit der Fläche. Und ja, das ist sehr komfortabel. Ja, da will ich ja angeguckt machen. Also ohne dass man Laptop auspacken muss, kein Display, man landet kurz, reicht zum Sender oder guckt unten aufs Display, dann kann ich Korrekturen vornehmen. Ja, es ist nicht nur Korrekturen, wir haben auch ein Log-System drin. Es ist eine sehr, sehr umfangreiche Geschichte. Wir haben jetzt viel Sensorik, wir haben Stromsensor, Akku-ID-System, wo der Akku automatisch erkannt wird. Wir haben jetzt einen GPS-Sensor. Und es kommen noch viele, viele neue Ideen, jetzt dazu die nächste Zeit. Also da gibt es noch einiges zu sehen. Das Ganze, und da kann ich mir vorstellen, bekommt ihr gleich wieder weiter. Im ersten Stock bei euch am Stand, wenn ihr denn dann wieder oben seid, nach Valencia. Genau. Und da war das nicht. Gute Grund, um sofort hochzunehmen, war alles klar, so richtig erzählen, das geht dann am Start viel besser. Vielen Dank, Herr Geil. Danke schön, Max Kiki-Paulo. Und wie gesagt, letzter Shot, gleich vorne an, kommt Klemmer aus, Sie können es nicht verfehlen. Schlag die Jungs aus.